Als letztes beim Thema Nachzeichnen möchte ich euch das magnetische Nachzeichnen vorstellen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man Dinge freistellen möchte. Und zwar, es sind ja nicht alle Bilder so schön ohne Hintergrund wie hier dieses Männchen, sondern haben hier störende Elemente. Wenn es zum Beispiel auch Fotos und Bilder sind, wo Menschen drauf sind oder Tiere, dann ist oft ein Hintergrund da, die Wohnung, in der man gerade ist, Bäume, Büsche, was auch immer, da gibt es ganz viel, was einen eben im Hintergrund stört und auch daran hindert, die Personen oder Tiere dann auch schön nachzeichnen zu können. Und da kann man diese Personen, Tiere und so weiter eben zunächst freistellen, so heißt es oft in anderen Bearbeitungsprogrammen. Hier kann man sich mit der Magnetspur behelfen. Hier im Nachzeichenfenster ist es das dritte Symbol, dieses Magnet. Und dann klicken wir hier auch mal auf Magnetspur. Der Cursor verändert sich. Ihr seht hier den Unterschied zu ein roter Kreis mit einem roten Kreis. Und den kann man in der Größe ändern. Und dann fängt man einfach an, ihr seht hier auch automatisch, deswegen heißt es ja auch Magnetspur, sucht er sich hier die Linien an. Also ich muss mich gar nicht sehr bemühen, dass ich hier direkt auf der Linie bleibe. Und ich kann hier anfangen nachzufahren. Ich wähle einfach, ich mache einen Klick am Beginn und dann seht ihr, entsteht hier so eine grüne Spur. Die passt sich jetzt nicht automatisch an und erstellt neue Punkte, sondern ihr müsst jetzt jedes Mal klicken, wenn sich die Linie in Richtung ändern soll, damit ihr eure Form schön nachgezeichnet bekommt, beziehungsweise eben hier, dass das Programm dann weiß, wo die nächsten Punkte gesetzt werden und ihr dann die Richtung ändern könnt. Das muss jetzt im ersten Schritt auch gar nicht ganz genau sein. Ihr könnt das auch ein bisschen schlampiger machen und im Nachhinein können wir das nämlich auch noch nachjustieren. Jetzt hier, seht ihr, habe ich nur ein Problem, ich komme da gar nicht bis in diese Ecke hinein, da mache ich jetzt einfach hier den Punkt und fahre mal dann auf die Seite und werde das im Nachhinein dann noch versuchen, schöner zu machen. Ich muss gleich dazu sagen, ich persönlich bin jetzt nicht so der Freund von dieser Magnetspur, aber sie hat natürlich schon auch ihre Vorteile. Wenn sich die beiden Beginn- und Endpunkte wieder treffen, wird diese Linie automatisch geschlossen. Und nun habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt nachzeichnen, dann würde genau diese Linie eure Schnittlinie ergeben und ihr könntet so Objekte nachzeichnen, die dann eben so die Form haben, wie eure Nachzeichnung eben aussieht. Hier in dem Fall wären das noch diese ganzen nicht schönen Linien. Und ihr könnt nachzeichnen und ablösen. Das funktioniert ganz gleich wie auch im normalen Nachzeichnen und Ablösen, dass eben alles, die Information, die innerhalb dieser Linie liegt, wird eben ausgeschnitten. Das ist auch wie ein virtuelles Schneiden mit der Schere. Bevor wir dies aber machen, weil ihr seht ja hier, ist es nicht wirklich schön geworden, was ich hier ausgewählt habe, meine Auswahl, kann ich diese Linie mit einem Doppelklick, nicht das Bild, ich möchte auf die Linie klicken, und ich komme dann auch in die Punktebearbeitung. Die Punktebearbeitung haben wir ja schon kennengelernt und hier habe ich nun die Möglichkeit, die einzelnen Punkte, aus denen mein Element besteht, zu verschieben. Ich kann sie löschen, ich kann auch neue Punkte hinzufügen, damit ich alles so bearbeiten kann, dass es auch wirklich schön aussieht. Ich mache das jetzt aber auch nicht zu genau. Diesen Punkt lösche ich zum Beispiel weg. Ich kann auch währenddessen ein bisschen hineinzoomen. Dann muss ich wieder einen Doppelklick machen. Dann kann ich genauer sehen, wo ich vielleicht noch Punkte brauche, was ich verändern muss. Also ihr könnt hier so lange arbeiten, bis euch die Auswahl, das war falsch, da habe ich das Bild hinten erwischt, bis euch die Auswahl gefällt. Wenn ihr sagt, euch ist das zu eckig, weil leider werden automatisch hier immer Ecken entstehen und keine schönen runden Linien, dann könnt ihr hier auf Kurve erstellen klicken und ihr seht, nun ist diese eine Kurve rund geworden, wird schöner. Das haben wir alles schon bei der Punktebearbeitung besprochen, wie das genau funktioniert.
Und so könntet ihr euch jetzt Punkt für Punkt vorarbeiten und alles schön umranden. Und wenn ihr dann mit eurer Auswahl zufrieden seid, schließen wir die Punktebearbeitung wieder. Wir markieren uns diese Linie. Dann kann ich eben sagen, zum Beispiel nachzeichnen. Das ergibt mir eben eine Schnittlinie, genau in der Form, in der die grüne Linie war. Ich gehe jetzt mit Command Z bzw. Steuerung Z zwei Schritte zurück, damit ich euch auch das Nachzeichnen und Ablösen zeigen kann. Wenn ich da jetzt hinaufklicke und das auf die Seite ziehe, habe ich wieder mir das virtuell ausgeschnitten. So könnt ihr also Elemente auch freistellen. Hier möchte ich nur anmerken, ich gebe jetzt nochmal die Schritte hier zurück, damit ich wieder Zugang zu dem Bild habe. Diese Linie entferne ich jetzt. Wenn ich Dinge ausschneide, nehme ich persönlich nicht das magnetische Nachzeichnen. Ich verwende hier oben hier den Kurvenverlauf. Mit dem kann ich nämlich auch Punkte setzen. Das funktioniert ja ganz gleich wie mit der magnetischen Spur. Nur, dass eben auch schon teilweise schöne runde Linien entstehen und nicht alles so eckig ist. Wobei auch das mache ich jetzt nur etwas schneller, weil ich möchte hier nur zeigen, wie es noch geht und meiner Meinung nach eben auch schneller, weil eben schon schöne Rundungen da sind. Ich kann auf diese Linie ebenfalls mit der Doppelklicken, dass ich in die Punktebearbeitung komme. Ich kann dann die letzten Punkte noch anpassen und kann auch so meine Objekte freistellen. Der Unterschied jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ablösen. Wenn ich diese Linie hier fertig habe, müsste ich, und jetzt greife ich ein bisschen vor, sowohl die Linie als auch mein Bild markieren und dann hier rechts gehe ich auf Modifizieren und sage Abschneiden. Und dann hätte ich mein Bild entlang der Linie abgeschnitten. Und das zeige ich jetzt nur an dieser Stelle auch schon. Ich greife etwas vor, mit der Steuerung Z gehe ich jetzt wieder zurück, weil ich eben einfach der Meinung bin, wenn ihr Dinge freistellen wollt, damit der Hintergrund verschwindet, muss man nicht das Magnetische nehmen. Ich nehme viel lieber das Kurvenverlaufswerkzeug und außerdem ist dieses Kurvenverlaufswerkzeug auch in der Basisversion zugänglich und auf diese Art und Weise kann man eben auch in der Basisversion Dinge freistellen, die man so erst ab der Designer-Edition freistellen kann. Und nur nochmal zur Wiederholung, wenn ihr diese Linie erstellt habt, ich ziehe das jetzt hier zurück, markiert ihr sowohl die Linie als euer Bild, hier rechts, das ist das Symbol zum Modifizieren, und dann geht ihr auf Abschneiden und dann wird euer Bild auch freigestellt.